Weil Bracket weiß nicht, aber die werden unmöglich gegeneinander matchen. Ja. Sehr eng beieinander, ja. Aber ey, oh, das ist krass. Aber das freut mich, genau die beiden Kontrahenten auch zu sehen. Und auch da wieder, ne, jetzt natürlich Samantha wieder auf der Stage, vor allem in Winner-Sighting zu sehen. Mhm. Mehr sieht man sehr oft mal in Loser-Side, ey, der ist gut dabei auf Terra und sowas. Aber, dabei, genau, aber immer Loser-Side. Der verliert relativ früh mal gegen wen Überraschendes und dann zieht er durch. Aber jetzt von Anfang bis Ende drei Charaktere durchgängig rotiert gegen Drybeast. Man kann fast schon One-Trick sagen, wenn ich das Joker nicht gebe. Ja. Pichu und hey, lo and behold, halt wir fangen mit Bowser Jr. Das ist dieses, wirklich dieses One-Trick gegen Charaktervielfalt, die einfach die Snowmander bringt. Hier auf Hollow Western jetzt hier der Start und hat aber erstmal den Comfort, hat erstmal den Bowser Jr. rausgeholt. Und wie im Generellen findest du das Matchup? Bowser Jr. Pichu. Ich werde dich nicht anlügen, das ist so eine kleine Sample-Size. Also, ja, so, wir werden hier zum sehr großen Teil überhaupt lernen, wie die beiden fungieren. Und in Game 1 ist es ja auch wieder, Drybeast spielt nach seinen eigenen Stärken. Man könnte schon fast Flowchart sagen, schauen, okay, was funktioniert gegen Snowmander und was nicht. Normal Getup, ne, direkt wird er beantwortet. Snowmander auf der anderen Stelle hat sehr viel mehr Erfahrung gegen Pichu, einfach über die Zeit. Er hat ja anfangs Ultimate sehr viel gespielt, wo Pichu ein sehr populärer Char war. Und das war eben selber mit Bowser Jr. Ist also ein kleiner Throwback, weswegen die Confidence wahrscheinlich auch hier ist, auf Bowser Jr. Game 1 zu gehen. Ich bin echt gespannt, weil es gibt wirklich so Tools, die Pichu hat, die echt gefährlich sind für Bowser Jr., gerade was die Recovery angeht. Dieser Forward Smash an der Ledge, da einmal kurz getrickt werden, reicht ja schon, wenn Bowser Jr. mit der Abwehr rangeht. Ja, Mann. Dass er dann checkt. Wirklich einfach in seinen Tod hindurchfällt quasi. Mhm. Jetzt hier wieder an der Ledge, also aber kurze Recovery auf der Stage und da ist dann auch wohl die Ability so ein bisschen. Kleine Kupacho. Oh, das hat fast gekillt. Auf Hollow Bastion. Ich meine, wir sind auf 130 hier bei Pichu, muss man auch sagen. Da aber dennoch. Oh, der Forward Smash gerade so geblockt hier von dem Was in dem Jab? Und das killt fast von Center Stage. Ich meine, es ist Pichu, es ist 140%, aber der Jab von Bowser Jr. ist einfach insane. Die Tolle war aber auch so, es war an sich sinnvoll, warum der dafür gegangen ist, weil es ist auf Rapid Jab auch legitim, auf eine Rolle zu gehen. Nur bei Bowser Jr. und Pichu selber ist das so ein seltsames Verhältnis, dass du es einfach nicht machen darfst. Check Drive jetzt. Game, ne? Best of 5. Er hat die Zeit dafür, weiß, okay, mach ich nie wieder. Verstanden. Beide Spieler haben jetzt auch inzwischen schon bewiesen, dass sie den Hollow Bastion Jump unter der Stage können. Also beide hier auch mit dieser Option. Auch ja, vielleicht gar nicht mal so unwichtig tatsächlich für einen Recovery. Ja, ey, du hast da lang schon. Der geht durch und ist wieder an der linken Seite und so schnell kann ich gar nicht rennen. Okay, Snowmander jetzt natürlich auf Recovery, ist eine der Schwächen von Bowser Jr., schafft es trotzdem, na, aber noch nicht ganz, außer wird nicht ganz killen, jetzt kommen wir auf ein Landing zu und jetzt ist es awkward, Alter, Drybeast bleibt ruhig, wartet, bis was passiert, Dragdown, okay, aber mein. Der Film war nicht mehr ganz so wirklich das, was ich gerade Sachen habe, gesehen, die ich nicht gesehen habe. Wir sind bei 170 hier auch wieder, mehr hat von der letzten Landing-Hitbox getroffen, aber immer noch an dem hier offstage, jetzt hier an der Ledge gefährliche Sache gegen Pichu, weil er auch die Thunder Jusen durch kann, die aber Drybeast gar nicht benutzt, bis die Backer aber trotzdem so safe, dass Snowmander ein eher passiver Da ist der Tag mit dem Thunder Jolt und das reicht schon. Wir haben gesehen, wie anfällig diese Recovery ist und wir sehen es jetzt hier wieder im Example. Eine Backer auch zu viel natürlich gewesen, viel zu low recovered und genau diese Thunder Jolt ist auch magisch für den. Also auf Hollow Bastion werden wir das nicht so oft sehen, aber auf anderen Stages wird das crucial noch werden. Deswegen behaltet genau diesen Punkt, den du gerade gesagt hast, im Auge. Okay, trotzdem, ey, F-Tilt auf Trip, warum nicht? Jetzt nochmal Chase down. Am Chasen. Oh, jetzt das könnte killen, das könnte killen sogar. Ja, oh, knapp. Roten Sparks, aber nicht ganz so fertig, weil er nicht ganz an der Ledge war. Aber trotzdem, der stärkste Jab im gesamten Spiel. Und er hat aber oben dabei. Ein weiterer wird es aber bestimmt tun hier, wenn er ihn wieder erwischt. Oh nein, aber Trade. Ja, auf Trade rein. Macht es natürlich auch einfach rein, genau. Und jeder Trade natürlich nicht ist nochmal ein guter Trade. Und das ist halt auch das Gemeine als Pichu selber, ne? Wir kennen es halt so gut natürlich von Drybeast trotzdem. Okay, Conversion hier. Geht da vielleicht für. Okay. Kriegt noch keinen. Ja, safe wieder. Oh, okay. Ah, Microspace. Okay. Er versucht es auf jeden Fall. Aber jetzt mag ich das. Genau an Drybeast. Hier noch ein bisschen Let Go. Ne? Ein bisschen diese Angelrouten-Technik. Weißt du, einfach mal ein bisschen loslassen. Okay, lass ihn etwas zappeln und dann direkt durchziehen. Aber jetzt dieses Durchziehen wird halt awkward, weil Snowmander so viele gute Poking-Tools hat. Und Drybeast hasst genau diese Art von Poking-Tools als sehr kleiner Charakter. Downsmash trotzdem. Thank God. Dragdown, Downsmash hat hier funktioniert, auch wenn es zwischendrin kurz weird aussah. Er war eigentlich raus und ist dann halt wieder rein. Weil, weil er halt einfach wahrscheinlich gematcht hat oder ähnliches oder tacken wollte oder ähnliche Dinge. Ja, Hurtbox ist schlimm. Ja, wieder rein. Das sowieso. Er ist so schlimm. Einfach rundum groß. Das ist eigentlich fast schon Todesurteil Smash Ultimate. Gegen so viele Moves. Down Smash auf jeden Fall einer der vielen. Okay. Der Barry, und ihr habt mal wieder gesehen, der direkt der Versuch an diesen schnellen Jab-Punish, aber nicht ganz der Connection, ist Drybeast hier offstage immer gefährlich. Ja. Render mit dem Bowser Jr. Recovery, predictable. Wartet ab. Und vor allen Dingen auch einfach zu unterbrechen. Und wir sehen, dass man das immer kein Landing. Jetzt wieder an der Seite mit
dem Forward Smash, aber Ice Chase sammelt immer noch die Prozente hier auf. Ja, okay, auf Dryden. Und hat hier alle wieder zurückgebracht. Oh. Gleich 90% auf beiden jetzt hier. Natürlich ist Dryden leichter. Will es wieder auf Stage, der Forward könnte auch irgendwann killen, aber noch nicht ganz. Nein, Forward Smash mit dem Two-Frame. Und der Dryden ist vorbei. Okay, oh, wieder zurück, ganz kurz zurück zu Neutral Lane. Jetzt endlich mal kurz durch. Was ist durchatmen? Die sind ja beide direkt auf Kill-Prozent. Aber jetzt haben sie endlich mal Movement hinter sich. Jetzt haben sie eine Stage, mit der sie arbeiten können. Und das war jetzt gerade Advantage gegen Disadvantage auf beiden Seiten. Und keiner konnte den Kill finden. Und jetzt läuft es auf das hinaus, wo Snowmanda eigentlich stärker ist. Und zwar auf Pokes. Und Heatro stirbt durch eine Forward Air. Durch einen Poke. Das ist wichtig. Wie er aus dieser Situation einfach rauskommt. Wie der Flash. Kills. Ich weiß nicht. Ich glaube, sie spielen noch. Es killt noch nicht. Wir sind wieder da. Also immer noch nicht der Kill. Samantha spielt immer noch, Drybee ist immer noch am Leben. Falco Tusso ist auch wieder zurück, obwohl er eben kurz gut auf die Spieler noch spielt. Das ist immer noch der Fall. 134 hier auf Drybee, 119 auf Samantha, der in einer kriegt den Hit, aber nicht stark genug, um den Kill zu holen. Der Typ, oh mein Gott, das war aber perfektes Timing. Er war nervös. Muss willkommen am Thunder Jolt. So nervig. Oh, aber das Timing. Also mit dem Facing vorbei. Alter, Double Jump Full Up. Samantha immer noch nicht zugekommen, raus, aber nicht ganz. Drybee springt auch wieder 150 auf beiden. Jetzt hier ist Snowmanda auf Stage, die Thunder Jolt. Nice, schön, smart. Bitte weg, okay. Was für ein Mix. Safe on Shield. Oh, erfüllt. Das geht Drybee mit dem Klatsch und macht das erste Game dicht. Alter. Halleluja, was für ein enges Ding zwischen diesen beiden. So viele Mix-Ups am Ende, haben wirklich alles rausgeholt und das war nur das erste Game von diesem Best of Five. Da sieht man direkt wieder diese Grounded-Geschichte auch wieder. Ne? Sobald sie beide sich Kopf an Kopf ranstehen, Alter, Drybee sagt, ich pack die Zunge wieder ein. Der wird mich nicht mit random Shit treffen, weißt du? Der muss schon dafür arbeiten und jetzt... Das mag vielleicht bei deinem letzten Gegner funktioniert haben. Aber nicht hier, Alter. Nicht der Downtail. Aber so viele Layers, so viele schlaue Arten, einem garantierten Tod zu entgehen. Weil du musst ja bedenken, dass diese Thunder Jolts, das war ein Gameset, das ist horrible für Bowser Jr. So, wir haben es gesehen, vor allem auch in einem Stock, wo er einfach nur von einem weggegeben wurde, einfach zu seinem Tode fällt. Ja. Und dann hat er das, war sogar perfekt nochmal auf der Höhe und dann für einen ganz kurzen Moment standen sich beide wieder gegeneinander. Ja. Und da hätte alles passieren können. Da war es ausgerechnet Drybee, der das Risiko einging, wusste, ey, wenn das Game noch länger geht, bin ich, glaube ich, weg. Es muss jetzt was passieren, egal was. Und er ist dafür gegangen und hat sich dieses Game 1 nach Hause geholt. Absolut verdient. Was ich auch so unglaublich fand, erstmal dieses Spacing von der ersten RB, wo er gerade so noch dann wieder nach links gedriftet ist, um ranzukommen. Und dann wieder in der nächsten Situation, wieder in derselben Position, aber stattdessen dann zur Letzt zu driften, hat er stattdessen auf den Mecha-Kuppel gewartet, der in die Hand gelegt hat, um dann davon hochgejagt zu werden, um einen kompletten Mix-Up zu haben, den du einfach so noch nicht gesehen hast. Ey, ich sag, wie es ist, diese Control-Fall im Freefall, ich sag dir, wie es ist, Drybee wäre es nicht. Drybee ist dagegen Takio gestorben. Snowmanda nicht. Also in diesem Set-Verlauf kann es sein, dass auch sehr schlimme Sachen passieren werden, aber die Frage ist, wem werden sie passieren? Oh ja. Also es kann jetzt sowohl immer noch so eng bleiben, als auch irgendwie in die komplett einseitige Richtung gehen, je nachdem, wie jetzt diese Adaptions hier stattfinden. Und auf Small Battlefield hier ist jetzt der Counter. Nice! Oh, Combo-Start! Ui! Nice, ey, aber keep it simple, das mag ich. Also erstmal halt die Prozente rausholen, ne? Und nach jeder Prozent ist doppelt so viel wert für Snowmanda wie für Drybee. Ja, auf jeden Fall. Und jetzt natürlich auch, man muss damit einberechnen, dass Bowser Jr. nochmal wesentlich später seine Stocks verlieren wird im Schnitt, außer es kommen die Gimps natürlich rein. Jetzt gesehen zu haben, wie gut Snowmanda so Disadvantage spielt offstage, könnte man da vielleicht noch ein bisschen hadern und sagen, oh, vielleicht sollte man doch ein bisschen mehr für die Kills arbeiten. Snowmanda tut bisher sehr, sehr gut. Ledge-Situation hier, findet den Jab! Das killt auf jeden Fall. Pichu ist einfach tot von einem Jab. Diese Checks. Weißt du, ganz kurz gecheckt und verwendet. Ey, das ist Hit! Weil dieser Jab ist schnell. Das ist ein langsamer Jab. Das ist nicht so Gendorf-Jab, der nach Frame 50 rauskommt und killt. Nein, dieser Jab ist schneller. Ich glaube, Frame 3 oder 4. Guck mal, genau das hier. Umgekehrt. Genau, jetzt on Shield. Jetzt kann er nicht dafür gehen. Jetzt muss er also andersrum punishen und hat es genau richtig gemacht. Zwar jetzt kein Hard Punish danach bekommen, aber man sieht es normal da, Alter, der ist im Game gerade. Ja, vor allem auch dieses Conditioning dann einfach, diesen Jab und dann, was macht er danach? Rollt er, lässt er Schild? Ja, Er attackiert ja alles Mögliche, was das Snowmanda halt punishen kann. Oder vielleicht selber auch für einen Grappling haben, wenn Drybee weiter im Schild sitzt, weil er halt vor diesem unglaublich starken Jab Angst hat. Aber nicht ganz der Kill. Snowmanda zur rechten Seite über Small Battlefield und diese Stage ist vergleichsweise groß und kommt auch von dieser Situation mit der Gattersack aus richtig smart gemacht, aber immer noch in der gefährlichen Position. Drybee immer noch am Schaden. Snowmanda einfach mit dem Tokyo Drift und hat die Ratte überfahren auf der Straße. Mein Gott, und das ist
einmal der zweite Stocky Drybe hat jetzt viel, viel vor sich. Und das wäre jetzt auch nicht mal der Forward Tilt nach dem Parry eigentlich so gut rausgeholt, aber dennoch nicht ganz der Kill ohne Rage. Ja. Okay, oh, Trackdown leider nicht ganz geklappt. Wir hatten natürlich auch mal eine Throw-Conversion gesehen, aber jetzt kommt die Diagonale rein mit der Stage. Deswegen ist es auch die Counter-Big-Stage-Combo-Game. Auch wenn hier gedroppt wegen Rage, trotzdem so gefährlich hier an der Stelle. Näher einfach zum Contest. Aber wir kriegen Trades, wir kriegen ganz kleine Prozentzahl auf JB. Und je mehr JB macht, je länger dieses Game geht, umso schlimmer wird es für ihn. Snowman hat noch drei ganze Stocks und er hat immer noch nicht sein erster verloren. Ey, der kriegt sogar solche Weave-Zeug. Boah, das ist Desaster. Die Prozente, egal wie langsam sie gleiten, Hauptsache die Trades kommen durch die Backer. Er hielt immer noch nicht. Ah, Cartenbox. Einfach die Karte die ganze Zeit getroffen. Ja, Mann, der Karte ist so tanky. Wieder gewartet, aber kommt mit einer Rolle um Drybe drumherum. Jetzt wieder hier im Center Stage. Nice. Noch mehr versucht wieder irgendeinen Trade zu finden. Selbst wenn er den Stock dafür verliert, das wäre es wert. Aber okay. Clean Hit, das ist so viel Damage. So ey, Wicked! Wieder die Agility abgefangen. Down Smash von Animation, so aber wirklich ganz knacken. Auch Drybe mit keinem Punish auf 211%. Snowman da mit dem unglaublichen lagligen Move, aber ja, dann über die gesamte Stage der Forward Tilt für den ersten Stock. Und ich muss sagen, Drybe, das sieht schlecht aus. Er weiß auch. Also er weiß womöglich auch, okay, dieses Game wird es womöglich nicht. Lass einfach schauen, was noch passiert. Lass mal Informationen reinholen. Nicht von irgendwas Billigem sich treffen lassen. Wenn da aber was passieren sollte, F-Tilt, genau. Nimmt er hin. Ist fein. Das war ein so dominantes Game, ja, von Snowman. Es ist halt so wichtig, sich nicht aus dem Konzept bringen zu lassen. Was hat er jetzt gesehen? Er hat gesehen, er kann Combo-Starter und Whiff punishen. Er kann Dragdowns treffen, sehr häufig. Ja. Was machen wir also danach? Gehen wir vielleicht doch lieber auf Grab? Gehen wir vielleicht doch lieber weiter auf Aerial Section? Gehen wir auf Diagonalen? All das ist jetzt bei Drybe im Kopf und da kann er auch mal gucken, okay, welche Stage nehmen wir jetzt erstmal? Wo klappt es am besten? Also einfach mal das Game 5 vielleicht sogar hinnehmen, falls es kommen sollte, oder jetzt im Setverlauf einfach auf ein 3-1 zusteuern und jetzt mal sehr viel stabiler das Spiel spielen, weil das jetzt gerade war. Man muss sagen, es war ein Desaster für Drybe. Alles hat geklappt, was von Kmert hätte klappen können. Dominant auf jeden Fall. Auch wie gesagt, Moves Connected, wo wir im ersten Game noch gesagt haben, okay, ne, Drybe gesagt hat, nee, mit dem tiltest du mich nicht. Und dann das Game später, zwei, drei Licks auf einmal, die außen nichts connecten. Ja, und manche sind es halt diese Swings. Und ja, auch an der Stelle jetzt natürlich mit, also Backer Dragdown wird Name of the Game sein. Ne? So sehr viele Instanzen geht Snowman dann auch einfach ein, sagt, ey, auch wenn das kommen sollte, ich nimm's hin, ist fein. Das heißt, Drybe muss diesen Punish aus Dragdown Backer so schlimm wie es geht gestalten für Snowman. Okay, jetzt aber hier wieder der starke Start von Snowman. Natürlich, das sind die Klassik-Kombos hier für Bowser Jr. in Upro in die Up-Airs, die sehr, sehr gut linken, gerade in den frühen Prozenten. Aber gerade für Peach natürlich auch echt eine schlechte Sache, weil die machen Damage. Ja. Auf jeden Fall. Okay, nice. Oh, der Reset auch noch an der Plattform. Guter Tech. Schön, schön. Weiter, nice, weiter. Kein Tech diesmal von Snowmander, aber kein weiterer Follow-up. Aber trotzdem 100%, ich glaube 60% von der Einkombo und 40% von davor. Oh, Alter, gute Hitbox, ey. Not gonna lie. Also gerade so nochmal, aber Anti-Air kurz. Krank, okay. Ja, wieder back to stage. Snowmander sieht noch nicht ganz sicher, wie er jetzt das jetzt operieren möchte. Drybe spielt ein bisschen anderes Tempo, ein bisschen komisches. Also lass mal kennenlernen. Okay. In die falsche Richtung, hätte er wahrscheinlich auch nicht gekillt mit dem Knockback. Oh, aber das geht definitiv, Alter. Drill him up, Alter. Ei. Einfach mit dieser Long-Lasting-Hitbox da gesessen. Und Drybe hat natürlich viele Nuschel-Gethubs auch benutzt, gerade in diesem Spiel. Auch. Ich glaube, er hat bisher nur Nuschel-Gethubs gezeigt und Snowmander war ready für den Punish. Und auch hier wieder, diese Matchup in Experience vielleicht auch einfach ein Ding, weil ich meine, hier in Deutschland sind wir vielleicht ein bisschen mehr gewohnt, dass dieser Forward-Smash existiert, aber dennoch etwas, woran man vielleicht nicht sofort denkt. Also Drybe hier wieder ein bisschen zurück bei 150%, allerdings kann es relativ schnell drehen, versucht er die Backer zu connecten, aber Snowmander mit dem perfekten Spacing wieder zurück zur Ledge. Okay. Wartet auch hier sehr geduldig einfach. Ja, jetzt auch wieder genau diese Geduld. Einfach mal so lang wie es geht zu spielen. Dash Tag auch da wieder. Einfach simpel halten. Nicht zu sehr auf die inconsistent Moves gehen. Und jetzt auch natürlich 170%. Oh, das tut natürlich weh. Wenn sowas passiert, das ist ja natürlich hart. Weil jetzt kassierst du mehr als 20% einfach so rein. Okay, Backer connected. Jetzt mit 60% Stock rein. Ist noch okay und verkraftbar. Ja, da auch versucht, glaube ich, mit der Super Armor durchzugehen, aber ich glaube, die gibt es nur grounded, aber ich bin mir echt unsicher. Aber dennoch, genau, den Spin-Out, aber er hat, den halt, yes, hat die Armor nicht gekriegt. Exakt. Okay. Rechtzeitig zumindest. Mhm. Und Drybe dann also mit dem Kill, ist aber trotzdem halt seine 60% jetzt hinten gegen Snowmander. Ja. Snowmander will auch eigentlich die Center Stage haben, lediglich. Ob er jetzt aber einen Hit kriegt oder nicht, er möchte die zentrale Plattform für sich behalten. Das nimmt natürlich sehr gerne mit. Vor der Low Recovery Part, ey, warum nicht, kann man probieren, ist nicht passiert.
immer noch fein. Center Stage, der ist so gut darin. Ja, vor allen Dingen sein Risiko ist hier echt gering. Ne? Also klar, er kann auf Stage gehen und er könnte gewinnen, aber weil er selber muss natürlich recoveren, dass die das Risiko da, dass er wirklich in Gefahr gerät. Natürlich, er kann aber nicht wirklich ein Ding. Das habe ich von Jaibi so geliebt. Einfach ein Downthrow empty auf die Plattform zu gehen und sagen, ey, die gehört jetzt mir. So, du kommst jetzt nicht wieder drauf. Und jetzt auch direkt, Backthrow, einfach zu gehen. Ja, genau. Das ist so, was am Ende die ganze Zeit mit dir macht. Genau. Und jetzt hier selber. Und er kriegt seine Prozente wieder die Side wie runter. Aus den Ressourcen. Okay. Ja, perfekt. Immer noch Ariel. Keine Armor, wie du schon gesagt hast. Und jetzt auch wieder direkt den Weg versperren, damit er gar nicht erst auf die Center Stage rankommt. Und jetzt auch wieder. Auf die Backhand diesmal. Keine starke Hitbox da vorne. Okay, aber Flash ist ein Punish, Okay, aber kein Lissada. Ja, ist fein. Auf Stage Normander. Der ein Lash kommt, schafft es natürlich auch. Weil wir nicht so viele Punishes wie letztes Mal. Weil Normander durchaus die Möglichkeiten hat, um hier herumzukommen. Und der Spacing, der Kreuz von Drivey. Der Pillback war nicht genug hier von Drivey, um diese Distanz zu covern. Und der Weg hat halt einfach diese gute horizontale Distanz. Die Normander sagt, mein Name muss ich halt wieder das Setup. Schmerz. Ab er zu Berg, er das einfach so viel Damage hier. Normander mit diesen Custom Strings hier. Je nachdem, wie Drivey das Ganze auf die Eile wieder der Link, aber so safe. Nice, aber okay. Der Ausbildung von Drivey hat den Stock. Der wird auch immer connecten in so einem Fall, Alter. Mittendrin nochmal gestartet und jetzt nochmal mit 46 etwas besserer Start in den Stock als letztes Mal. Ist jetzt die Frage, was macht Drivey jetzt mit der Information? Wie viel hat er jetzt gelernt? Oh. Was kann er machen? Schöner Wait, aber kein Punish. Muss also nochmal drauf arbeiten, aber leider noch nicht ganz. Wird also jetzt nochmal ein bisschen Chase the Game spielen. Snowmander läuft erstmal erfolgreich weg und spielt super vorsichtig runter. Fällt aber in die Overcommitments von Drivey rein und jetzt auch wieder der Kampf um die Center Stage. Er kriegt sie diesmal, kann jetzt also converten. Jetzt hier also Drivey natürlich immer noch hier unter der Plattform, immer noch eine gefährliche Situation für Snowmander, aber er schafft es sich hier in diese Mitte zu manövrieren. Und gerade diese Manövrierfähigkeit, die wir sehen von Snowmander, das ist so beeindruckend einfach mit der Side. Kommt jetzt hier wieder durch, aber kein Konkurrent. Keep away. Und jetzt hier offstage Advantage für Snowmander, gefährliche Sache für Drivey. Er schafft es irgendwie, die Setzleistung mit der Snowmander kam runter, aber nicht ganz die Falle. Punish ihn! Ja! Und Drivey ist dahinter, aber nicht der gechartet, er ist immer noch nicht genug. Bowser Jr. gerade mit dem Kart natürlich auch ein recht schwerer Charakter. Nice. Kann aber noch leben. Thunder Jolt. Speedy werden. Nice. Abwarten. Hier von der Sehr Back Air. Schön. Und jetzt hier mit dem Mecha Kuhfall kommt der Auto jetzt auf den Boden, aber wird geworfen. Nice. Wird nicht ganz weiter. Last Hit. Jetzt Snowmander wieder mit dem. Oh, der ist das Conditioning mit dem Mecha Kuhfall. Und Snowmander mit dem Jump Callout hat das dritte Game und ist in Führung 2-1. Und dieses Guessing Game am Ende. Das war definiert durch das, was wir die letzten Stocks alle gesehen haben. Wie kommt Peach am angenehmsten auf die Stage zurück? Was muss er dafür machen? Geht auf einen Jump, Normal Get Up, so oft Normal Get Ups gemacht, aber trotzdem jetzt am Ende, ey, mach oben zu. Was wir Peach mit einer Rolle machen, hat die Stage immer noch nicht. Ja. Wenn der Peach aber in der Luft ist, dann kann alles möglich passieren. Das möchte Snowmander nicht und genau dieses Unbekannte hat er hier geschattert. Vor allem dadurch, dass er halt auch mit dem Mecha Cooper einfach diesen Default Option, diese Neutral Get Up abgedeckt hat, hatte Drivey dann wirklich noch diese zwei Chancen und wie du sagtest, genau die Goal ist es einfach in dem Falle nicht. Und Snowmander dann mit dem korrekten Callout einfach mit der Vorher da rein und dann den leichten Pichu mit der, was ist das, Bowlingkugel. Bowlingkugel, hat es einfach reingemacht, ne? Warum nicht? Also ja, was ein Guessing Game war, war letztendlich garantiert, zumindest wenn es Snowmander der Spieler ist dafür. Wir gehen tatsächlich zurück auf Hollow Bastion. Also bedeutet für Drivey, dass er da irgendwas gesehen hat, gesagt hat, okay, jetzt ist er sich viel sicherer, Snowmander ein bisschen am Boden zu halten. Ne? Weil, ja, das ist halt gut, wo er den zweiten Stock genommen hatte, war es ja auch noch relativ. Genau, es wird immer besser. Zwischen den beiden. Ne? Also, wenn er das noch clean kann, dann zum Ende hin, wenn er sein Gameplay so ein bisschen vielleicht nicht stärker machen kann, gegen Snowmander seine Traps ein bisschen besser escapen kann, dann hat er sich auf jeden Fall hier auch die Möglichkeit geschaffen, das fünfte Game rauszuholen. Genau, ist wieder Ledge Step, so gefährlich von Snowmander diesmal. Ey, guck mal, auch jetzt der Jump, ne? Letztendlich ist okay. Der Kontext ist schon mal geschrieben, die These ist schon mal da, aber noch zu früh, um sie bestätigt zu bekommen. Okay, wieder der Jab, wird nicht killen, aber trotzdem guter Damage. Oh, einfach raus. Okay. SDI hier von Drivey. Er wollte sehr gut Damage haben. Oh ja. Jetzt okay, nice. Auch wieder der Downthrow kommt in Snowmander, aber mit dem schönen DI raus, keine Confirms in der Hinsicht. Bei den Schild. Okay, bisschen nervös, ne? Auf der Becke, ein bisschen aufpassen. Also wenn Peach nochmal da hinter dir steht, dann ist es gefährlich. Kannst dich einfach so contesten. Becker ist schnell, aber nicht schnell genug. Catch hier. Item Play von Drivey auch einigermaßen on point. Jetzt ist Snowmander aber den, der Center Stage sehr schnell abgibt. Er respektiert, dass er als erster den Stock verlieren könnte. Was natürlich da bedeutet, dass Drivey die ganze Value kriegt. Also Snowmander muss diesen ersten Stock kriegen, um sein Gameplay weiter ausspielen zu können. Ledge-Up ist ein guter Anfang. Ja, da kommt der Weg jetzt auch irgendwie wieder die Force. Aber diesmal ist Drivey ein bisschen mehr patient an. Er geht nicht einfach so in diese Long-Lasting-Hitbox rein, den auf jeden Fall gekillt wird. Jetzt also Rage hier auf diesem Bowser Jr. wieder eine gefährliche Sache auch für Drivey. Muss es hier irgendwas sein? Das Conditioning hier macht
macht in den Fast voll direkt rein und dann mit dem Forward Tilt hier auf dem Shield Drop von Snowbender. Einfach gut gelöst das Ganze. Schöne Track. Exactly. Und genau das ist jetzt das Gefährliche für Snowbender. Eigentlich war er derjenige, der immer mal wieder diesen Early Lead wollte. Und jetzt kann Drybee sagen, okay, selbst wenn er den Stock verliert, jetzt kann er noch mal ein paar Prozente holen, was mit dem Combo Game von Pichu eigentlich optimal funktionieren sollte. Ein guter Grab. Nice, nice. So there we go. Hier genau das. Auftun. Und das mal eben kurz 50% hier von Drybee. Der macht einfach so viel Damage mit der Nair hier auch noch. Und hat Snowbender in der Corner. Aber schöner Drift hier, um da rauszukommen. Auch wichtiges Commitment, ne? Wenn das in die Leere gegangen wäre, noch härterer Punish. Also wieder auch Mix-Up an der Stelle und riskant von Snowbender. Riskant, aber vielleicht hier das, was er rausholen muss, denn so langsam entgleist das Game so ein bisschen. Jetzt kommt der Wackelpool natürlich durch, aber solange er hier dieses Advantage nicht umsetzen kann, nice, okay, there we go, dann gibt es, aber er macht genau das. Wieder diesen Jab. Natürlich hätte er auch direkt wieder checken können. Dann hat man ja auch gecheckt, aber Drybee war drin und hat einfach diesen Jab durchgezogen. Okay, Mecha Cooper war natürlich da unten mal raus. Oh, wichtiger Throw. Oh, er droppt aber, okay. Untypisch, aber wichtig für Drybee jetzt auch an der Stelle. Ne? Ist auch schwierig gegen Pichu, sehr schwierig, Pichu dazu. Okay, er kann es auch mal versuchen, warum nicht? Ja, okay, diesmal war er chillig. Ja, diesmal Prozent. Gut. Der Damage 2-3. Immer noch zwei Stocks auf beiden Spielen, 100% inzwischen aus Snowbender. Oh, okay. Ein harter Callout auf den Spinning Side B, auf den Spin-Out, genau. Ja, natürlich, Snowbender hat das auch einigermaßen oft gemacht. Ja, oh, late. Und das war natürlich auch. Da war auch kein Risiko dabei. Er war da in der Position. Da ist aber auch volles Risiko gegangen. Auf Laser ist voll noch in den Upsmash mit rein. Wäre 3 wieder nicht drin gewesen, hätte ebenfalls Vorsmash und das wäre der Stock gewesen. Das und war das war Rhythmus. Mehr oder weniger 50-50. Ja, es war aber auch Rhythmus vor allem. Also du kriegst ja immer ein Gefühl im Set dafür, wie schnell und wie oft dein Gegner Sachen macht. Zum Beispiel hier auch wieder so. Direkt on Landing, Spot Dodge. Formel gelöst, Mann. Boah, wieder offstage, Snowbender auf 123%, weil du musst nur irgendwas connecten. Das würde nicht reichen, der Forward Tilt vielleicht sogar schon. Aber natürlich, je länger Snowbender auch aushalten kann, desto mehr Damage macht Pichu auch auf sich selbst. Man vergisst das immer ganz gerne mal. Aber wir haben Reset. Setup in der Uptilt. Ui, mehr Damage. Da war der Hard Read auf dem. Oh mein Gott, ey, das könnte gleich zu Ende gehen. Warte, das könnte gehen. Andere Seite jetzt hier von Drybee, der Mixer, der Mecha-Cooper auch in der Luft. Oh, Leighton! Weak Spot, aber nicht wirklich weak in der Hinsicht, denn die ging zur Seite. Linken zwar 70% ist hier die Diskrepanz, aber Drybee ist bekannt dafür, solche Situationen wieder zurückzubringen. Das ist normal, aber auch so gut gecomebackt, wenn man bedenkt, wie das alles nochmal angefangen hat. Und jetzt, wo wir schon bei Rhythmus sind, ich glaube, der so langsam hat dieses Rhythm-Game outfiggert, ne? Selbst wenn Drybee ins Roll kriegt, direkt wieder Mecha-Cooper rein. Und jetzt, schon wieder gejumpt in der Panic-Situation, oh mein Gott! Aber Snowbender war nicht ganz da gewesen jetzt hier, also Snowbender muss noch eine weitere Situation rausarbeiten, eine weitere Chance für Drybee, hier noch wirklich mehr Damage und vielleicht zittrig. Offstage ist hier, Name of the Game hier, Drybee muss irgendwie versuchen, Snowbender zu gehen, aber Snowbender bleibt einfach stoisch in dieser Center Stage, die Plattform ist seine und jetzt aber hier an der Seite. Drybee, Execution muss er sitzen, Mann! Wieder rauskommen, aber kein Spin-Off diesmal, einfach erst Hilfe, Tech-Situation, aber guter Tech von Snowbender. Drybee, nicht ganz Tech-Situation! Grab hinterher! Aber nur offstage, kein Upthrow confirm hier. Versuch von Drybee, weiß selber, dass es wahrscheinlich nicht true ist. Wieder der Backdoor, wieder offstage. Snowbender wieder in der gefährlichen Position. Aber was soll hier kommen? Wie kommt er vorbei? Hat Center Stage? Kann er das Ganze connecten? Das ist die Frage. Drybee wieder mit dem Grab. Diese Grabs sind absolut insane. Wie kommt er da wieder? Er war so auf Titan, schon wieder näher. Er drückt fast nur noch näher. So gut. Das ist es! Einfach mit diesem Short Hop Forward Air so viele Optionen abgedeckt von Drybee, so oft Mert in diesem Gap gehabt. Mert hat einfach diese eine Situation gesucht. Ich hab's gesagt, Drybee, so viele Optionen gehabt, so viel Damage zu machen, aber am Ende ist es dieser eine rohe Move, diese Forward Air, die das Ganze zumacht und Snowbender mit einem riesigen Win 3-1 hier im Winners Bracket. Das war auch Knowledge, der hat sich so viel Zeit